Ethereum in 60 Sekunden. Ethereum ist eine dezentralisierte Computing-Plattform, kurz DCP. Das übliche Kürzel für Ethereum ist ETH und Ethereum gibt es seit dem Jahr 2015. Was ist das Besondere an Ethereum? Ethereum ist programmierbar. Das bedeutet, dass man bestimmte Dinge auf dieser Blockchain automatisch ausführen lassen kann, wenn eine bestimmte Bedingung eingetreten ist. Man nennt dies auf der Ethereum-Blockchain Smart Contracts und die Programmiersprache, die dabei zum Einsatz kommt, Solidity. Die Möglichkeit, Smart Contracts einzurichten, hat dazu geführt, dass Ethereum tatsächlich die größte Plattform für sogenannte ICOs, Initial Coin Offerings, ist, also für Börsengänge auf der Ethereum-Blockchain. Aktuell peilt die Ethereum-Blockchain die Ausgabe von 100 Millionen Ether an, das ist die Währung auf der Ethereum-Blockchain, tatsächlich ist die Menge aber noch nicht begrenzt. Die durchschnittliche Blockzeit liegt zwischen 20 und 30 Sekunden und der Hashing-Algorithmus ist ETHash. Weitere Informationen zu Ethereum findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Ethereum zu erklären ist gar nicht so einfach, deswegen mache ich dazu nochmal ein längeres Video. Ihr findet es, wenn es fertig ist, hier verlinkt. Bis dahin könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin eine gute Zeit und ciao.